In letzter Zeit ist ein bisschen ruhiger geworden, die ganze Diskussion um die Freihandelsabkommen, aber die Frage drängt sich mir jetzt auf. Die guten österreichischen Produkte, glaubst du, ist das eine Bereicherung oder eher eine Gefahr, wenn da Produkte aus anderen Ländern oder auch Kontinenten in dem Fall zu uns kommen? Also als absolute Bereicherung würde ich es keinesfalls sehen. Gefahr dann, wenn keine Kennzeichnung stattfindet. Letztendlich ist der Konsument selbst für sich verantwortlich. Ich für mich bevorzuge jedenfalls unsere Produkte und schaue immer ganz genau, wo kommt dieses oder jenes Lebensmittel, insbesondere auch bei Fisch sehr problematisch, wo kommt das her.